Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Alles verkabelt. Wir sind. Jetzt zeigt er 600 mA. Gerade waren wir bei 500. Also 600 mA. Aus, jetzt ist wieder bei 500. Na gut. So, wir ziehen 100 mA. Jetzt mache ich mal das PV wieder an, dass das lädt. Genau, 3 Ampere kommen jetzt noch. Das ist halt schon ein bisschen später. Und jetzt haben wir immer noch minus 1 Ampere. Jetzt steigt sogar. Ah ne, jetzt kommt hier um mehr. Okay, also gehen. Da hat tatsächlich, Micha, der Akku den geladen. Guckt mal. Weil jetzt geht's ja rein. Minus 1,8 Ampere. Und 3, noch was gehen rein. Also ist der Akku, den ich benutzt habe, schon besser wie der, den ich jetzt ein bisschen stehen hatte, ne? Das ist ja krass. Ich hätte gedacht, der ist schlechter. Von dem Milliohm ist er ja auch schlechter. Aber okay, also wie gesagt, ne, das ist hier okay, eine Autobatterie oder so. Ne, bei einer Autobatterie, wenn die zwei zusammendüsen, die halbwegs gleiche, da würden vielleicht 100, 200 mA fließen. Dass hier ein bisschen mehr fließt, ne, guckt mal, das ist halt auch, ne, das ist halt ein bisschen mehr. Macht irgendwo auch Sinn. Also, ich würde mal sagen, dass ich, ja, morgen Abend oder so, wenn das PV, also mal einen Tag benutzen jetzt so die Geschichte, mal B und entladen. Und wenn der dann abends abschaltet, dass ich mir dann den Ausgleichsstrom mal angucke. Das ist doch eine Idee, oder? Na, wenn wir den mal benutzt haben und die sich ein bisschen angeglichen haben. Sind wir bei 1,3 Ampere. Und 2,8 kommen rein. Nö. Ist knapp. Das ist fast gleich, Männers. Guck mal, jetzt fast 1,4. Hier sind wir bei 2,8. Passt doch. Ne, ein bisschen Verlust ist ja auch noch. Ich würde sagen, haut hin. Ich bin positiv überrascht. Ne? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass so gut läuft. Ja. Naja. Das ist noch, ja, wie sagt man, provisorisch. Also hier sind durchaus noch provisorisch. Ich habe jetzt vom Falco habe ich hier Kabel geordert. Und wenn die da sind, werde ich hier einige Kabel neu machen und das Ding hier auch mal, ne, das baumelt hier alles rum, alle mal ein bisschen schön machen, ne? Gut. Ich würde sagen, das war's dann an der Stelle erstmal und die nächste, im nächsten Video machen wir dann, wie er sich geschlagen hat. Ihr könnt ja mal eure Prognosen reinhauen, ob jetzt hier alles zusammenklappt oder ob ich jetzt 7000 kW hier rausziehen kann. Nee, Spaß, ne? Aber könnt ihr mal eure Prognose, was sagt ihr? Oder habt ihr Erfahrung mit Blei, mit den Dingern hier? War das jetzt halbwegs gut? Hier ist nach 15 Jahren oder was? Ist das da gut? 6 Milliohm? Ich würde sagen, ja. Also, Digga, guck mal, die ganzen Verbinderlis hier. Hier gammelt's schön. Und, naja, gut. Dann bis zum nächsten Video. Dann werden wir die ganze Sache mal aus. Tschüssi.